Ich war jetzt gerade im Training und habe alle im Sparring zerrissen. Ich muss jetzt mal zuerst fix duschen, dann koche ich mir irgendwas Schönes. Wahrscheinlich wird es mal wieder Hühnchen, Reis und ein bisschen Mozzarella. Ihr wisst, Proteine. Und das Foto findet ihr natürlich dann auf Instagram, wenn du mir noch nicht folgst. Was ist los mit dir, Digga? Lass einen Daumen hoch und wir sehen uns später. Bis dann. Hey yo, Leute, es ist 9 Uhr und ihr habt entschieden, ich gehe wandern. Ich habe schon voll gepackt, ihr seht's, und dann schauen wir, wo es mich hinschlägt. Wir sehen uns, bis später. Quick Update von mir, ich bin jetzt 2 Stunden etwa unterwegs, meine Füße schmerzen total. Ich habe einen vollbeladenen Rucksack, ihr seht's. Ich gehe jetzt mal Richtung Norden und schauen, wie weit ich komme. Genau, ich warte noch schnell. Hier fliegt gerade ein Flugzeug durch. Ist ja egal, ich wäre jetzt so gern an einem warmen Ort und hätte einen Tee, das wäre total. Naja, wir sehen uns, bye bye! Hallo, Entschuldigung, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, du störst nicht. Willkommen. Ja, mit Besuch hätte ich jetzt aber echt nicht gerechnet. Wie kann ich dir denn helfen? Also ich bin gerade meine Wanderung am Film und habe meine Flasche liegen lassen. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie etwas zu trinken hätten. Was zu trinken? Ja, aber klar. Komm doch rein. Ich bin übrigens die Gisela. Vielen Dank. Die Schuhe kannst du ruhig anlassen, die wird sowieso nie geputzt. Deinen Rucksack und die Jacke kannst du mir gerne geben. Fühl dich mit zu Hause. Und schau dich nicht so sehr um. Hier ist nicht so aufgeräumt. Ich bring dir gleich ein Glas Wasser. Oder möchtest du lieber Tee? Ich kann doch gerne einen Tee kochen. Tee wäre super, danke. Ich hab auch noch irgendwo ein paar Kekse.
Mach's dir gemütlich, es hat genug Platz. Bring dir auch gleich die Teebox. Was ist denn jetzt diese Teebox? Sie steht hier. Ah ja. Danke. Du setz dich doch ruhig hin. Ich hab hier auch noch eine Wolldecke, wenn dir kalt ist. Nee, ist okay, danke. Entschuldige. Mach dir gleich Platz. Malst du? Ich habe das Bild da drüben gesehen. Sieht super aus. Ist das von dir? Ja, das ist von mir. Ich komme oft hierher in die Hütte, um zu malen. Was für einen Tee möchtest du? Ich nehme den hier. Okay. So, wo habe ich denn jetzt die Kekse? Da sind sie. So, jetzt sag mal, warum gehst du aber an so einem langweiligen Ort wandern? Was gibt's denn hier zu filmen? Also ich poste auf Instagram so Bilder, also ich lade sie dort hoch und die Leute, die mir folgen, haben gestern ausgewählt, ob ich heute wandern oder Fahrrad fahren gehe. Aha. Du hast also so einen Instagram und da kannst du die Leute befragen oder wie geht das? Genau. Menschen abonnieren dann mein Profil. Und sehen dann immer die neuesten Fotos, die ich hochlade. Und ich kann auch Abstimmungen machen. Das heißt, ich gebe ihnen zwei Optionen, was ich den Tag durchmache. Und sie entscheiden sich dann für eine. Das ist ja wie in der Politik. Ja. Also ich möchte ja die Menschen mit lustigen Videos unterhalten. So nehme ich sie einfach mit in meinen Alltag, schneide dann ein Video zusammen und lade das jeden Tag hoch. Das nennt man Vloggen. Jeden Tag? Jeden Tag. Also, das machst du also zur Unterhaltung anderer. Und, naja, dann geht es noch darum, dass man möglichst viele Likes bekommt, oder? Genau. Also, die Leute geben mir dann Likes und können mir einen Daumen hoch geben, wenn es ihnen gefällt, oder einen Daumen runter, wenn eben nicht. Und dann kommt es natürlich auch auf die Anzahl Klicks drauf an. Mhm. Deswegen bist du also wandern gegangen. Aber wenn du ehrlich bist, wärst du wahrscheinlich sonst nicht wandern gegangen, oder? Also, versteh mich nicht falsch, aber mit solchen Schuhen, da kann man ja nicht wandern gehen. Weißt du, eigentlich kann ich dich schon verstehen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß, was es heißt, anderen gegenüber den Schein zu wahren, dass es einem gut geht. Du, ich habe das alles selbst erlebt. Es war zu einer Zeit, wo ich innerlich total zerbrechlich war und Hilfe gebraucht habe. Ich habe mit 18 meine Mutter verloren. Und das hat mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Bei meinen Freunden, da war ich immer gut drauf. War beliebt. Ja, und als ich dann in die Stadt gezogen bin, da musste ich zum ersten Mal mein Leben selbst in die Hand nehmen. Weil ich wollte ja unabhängig und selbstständig sein. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich das nicht alleine schaffe. So ohne Unterstützung.
aber diese Leere in mir, die ich durch den Tod meiner Mutter zugelassen habe, die konnte niemand füllen. Ich habe dann gelernt, dass ich diese Leere hinter mich bringen muss. Ich habe gelernt, was es heißt, sich für Lebensfreude, für Fülle und für Zufriedenheit zu entscheiden. Und ich habe gelernt, dass die Fülle im Leben, dass die nur eine einzige Entscheidung entfernt ist. Und immer noch, jeden Tag entscheide ich mich ganz bewusst dafür. Möchtest du noch einen Tee?